Conny, ich habe dich gerade kennengelernt im Rahmen einer Session der DGFP. Du bist Personalentwicklerin, noch ganz frisch in einem, ich sage mal, großen mittelständischen Unternehmen mit wissenschaftlichem Hintergrund. Und du hast ein Problem vorgestellt, über das wir gesprochen haben, auch sehr intensiv. Worum geht's da? Genau, also das Thema war jetzt tatsächlich das Thema der Digitalisierung gewesen. Wir sind vielleicht mal noch ganz kurz zum Hintergrund quasi rausgelöst aus dem Bereich der Personalabteilung und stehen eben gerade vor der Herausforderung, dass wir das Thema Digitalisierung bei uns in der Forschungseinrichtung vorantreiben wollen und merken halt, dass es doch eine ganz große Herausforderung ist, gerade auch mit der Personalabteilung und der IT zusammenzuarbeiten. Genau. Was soll denn da digitalisiert werden? Ganz verschiedene Sachen. Also einmal ist es die digitale Personalakte, die kommen soll perspektivisch und dann natürlich auch so das Thema Talent und Learning Management, also Weiterbildungen, das Thema Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungsgespräche und natürlich auch das Thema Talent, Nachfolgeplanung, Kompetenzmessung und so weiter und so fort. Wir haben eben auch über Konflikte gesprochen, die das zwangsläufig mit sich bringt. So ein Prozess, der noch ganz offen ist, meiner Meinung nach, und noch sehr unstrukturiert. Es ist auch noch kein Projekt wirklich gegründet. Welche Chancen siehst du, aber welche Risiken auch für dich ganz persönlich als Personalentwicklerin, als auch für die Organisation? Also ich muss ehrlich sagen, für mich als Personalentwicklerin, wie gesagt, ich bin ja auch noch relativ frisch im Unternehmen und bin jetzt gerade dabei, das Thema so ein bisschen voranzutreiben. Aber wie du schon sagst, das Thema ist gerade, das ist noch kein richtiger offizieller Projektauftrag von oben gekommen. Und es ist noch nicht klar, wie das Projekt wirklich strukturiert wird, mit was von einem zeitlichen Horizont, welche Ressourcen reingehen. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Und da merke ich auch, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verbrenne an der Geschichte, definitiv. Aber ich sehe eine riesengroße Chance fürs Unternehmen, einfach auch mal das Thema der Personalentwicklung und Organisation, Entwicklung strategischer anzugehen. Und deswegen habe ich da total Bock drauf und will das unbedingt wuppen. Aus meiner Sicht, guter Ansatz, auf jeden Fall Auftrag klären, und zwar von oben. Wird gemacht, Heike. Danke.